Hallo, Servus und herzlich willkommen bei Vape TV. Ja, der ein oder andere wird vielleicht mitbekommen haben, dass ich jetzt regelmäßig Videos hochlade. Für den einen schade, für den anderen, der denkt sich, okay, gut, seine Sache. Wieso, weshalb, warum mache ich eigentlich jetzt wirklich so wenig Videos? Unter anderem habe ich ja noch ein Privatleben und der zweite Punkt war ja auch für mich generell, dass ich einfach mit YouTube komplett kürzer treten werde. Wieso, weshalb, warum habe ich jetzt das zweite Mal erwähnt. Ich kaufe einfach nicht mehr jeden Schrott, ganz ehrlich, weil ich habe meine Geräte, die ich zu Hause habe, die schon gut sind. Ich habe meine 2-3 Akkuträger, die gut sind und ich bin mit ihnen zufrieden, auch mit der Tube. Da geht noch ein riesengroßes Dankeschön raus an meinen Bro, den Jelly, also die B-Coils, die ich auch schon mal vorgestellt habe, die sind übrigens auch hier drinnen. Kann ich euch auch jetzt mein Statement abgeben, sind sehr nice, geschmacklich auch ziemlich gut. Natürlich habe ich drin das Tom Clarks Opium. Aber um die ganzen Geschichten soll es ja heute gar nicht gehen. Weder um die Tube, weder um das Liquid. Heute soll es einfach mal gehen. Gehen. So, jetzt habe ich den Faden wieder raus. VB Coils. Also Vaping Björn Coils. Also, so sieht die ganze Geschichte aus. Um die soll es heute gehen. Ich habe sie ja schon mal längere Zeit zu Hause gehabt, hinten in meinem Schrank, die drüben herumliegen, also ich habe einfach liegen lassen, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin, ein Video zu drehen. Und ich habe mir gedacht, ich verstelle mir einfach überhaupt nicht mehr, ich rede einfach so, wie ich rede, ab und zu meinen österreichischen Dialekt, der muss drin sein. Und ja, wir werden jetzt ein kleines Coil bohren. Ein kleines Coilborn machen und wir sehen uns dann gleich wieder zum Fazit. Dampfen die ganze Geschichte und ich sage euch dann, wie sie geschmacklich sind und wie die Verarbeitung ist. Also dranbleiben, bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Kommen wir zum Fazit. Ihr habt diesen Coilborn ja gesehen. Die Verarbeitung war sensationell. Also, erst die Sahne. Jetzt ist die Frage, wie schmecken die Coils? Also, das ist bei mir immer so die Sache. Ich gehe auf den Geschmack, wie aber auch auf den Dampf. viele werden sich jetzt denken, du bist bescheuert, warum machst du eigentlich Coilborns? Oder Coilborns, nennt man das so? Ja, scheiß einfach drauf. Ich habe so richtig Spaß, Leute, ohne Scheiß. Was hat er mir da überhaupt geschickt? Das ist ja die nächste Frage. Es waren irgendwas mit Aliens. Staggered Aliens? Staples? Staggered Aliens? So in der Richtung. Ich habe es jetzt nicht mehr so am Schirm. Weil ich habe den Coilborn ja schon ein paar Wochen vorher gedreht, aber irgendwie noch nicht alles zusammengeschnitten. Ach, einmal mit Profis zusammenarbeiten. Aber jetzt kommen wir zum Dampftest. Also beim Dampf kann man sich mal definitiv nicht beschweren, was der Björn hier zusammengebastelt hat. Die sind geschmacklich wirklich bombastisch, also kann man anders gar nicht sagen. Und jetzt mal ganz ehrlich, da gibt es ja Coilbauer, kosten die Coils 21 Euro. So wie ich es am Schirm habe. Also ich will jetzt da keinen Namen erwähnen.
Aber ich will diesen jüngeren Keulbauern, die wirklich auch schon gut sind und auch geschmacklich wirklich vorne liegen, auch die Chance geben, um zu sagen, dass Keulbauer mit billigen Keuls besser dran sind als wir mit teuren Keuls. Teureren Keuls? Ja, das ist ein Katastrophenvideo, ich weiß. Aber das ist auch wegen meinem österreichischen Akzent. Kann das sein? Kann, glaube ich, sein. Ja. Das Gesamtpaket bei diesen Keuls liegt daran, wenn ich das Ganze jetzt von 1 bis 10 wieder bewerten würde, bekommt der Björn von mir eine knallharte 10 von 10. Die Keuls sind top verarbeitet. Der Geschmack ist gut. Ich muss nochmal dran ziehen. Einfach nur Porno, wirklich Porno. Da macht das Dampfen wieder mehr Spaß, nicht so gehypt, nicht so überhoben mit seinen Coils, wo man sagt, kauf heute 5 Stück und bezahl 4 Stück oder seine Sonderaktionen. Was ich beim Björn jetzt noch cool finde oder nice, ja, da ist keine Drahtbürste mehr drin, ich habe die jetzt alle schon in Gebrauch genommen. Er packt noch eine Drahtbürste mit rein. Ist eine nette Geste, hatte ich so auch noch nie gesehen oder hatte ich noch nie am Schirm. Und ja, also generell der Typ ist ziemlich nice. Ist auch ein guter Vape-Kollege, Member geworden. Wir kennen uns jetzt, wir haben uns nur einmal kurz auf Skype getroffen und so persönlich noch nie. Österreich, Deutschland. Ist schwierig, ist verdammt schwierig. Und ja, also ich kann nur sagen, Björn, mach weiter so, zieh dein Ding durch, du machst das sensationell. Schaut auf seiner Facebook-Seite vorbei, lasst ein Like hier. Wenn ihr auch die Coils austesten wollt, dann holt sie euch, glaubt mir das. Und die Coils halten wirklich lange. Also ich habe jetzt, glaube ich, schon ein paar Tanks durchgehabt. Wie gesagt, ich drehe jetzt gerade das Video, dieses Fazit, wie aber auch dieses Anfangsvideo und dann den Coilborn, wie gesagt, habe ich ja schon getestet und ich habe noch immer die erste Watte drin und die Coils und ich habe wirklich extremes Liquid genommen, das sich auf den Coils anlegt. Sie schauen noch immer aus, als wenn ich sie erst heute eingebaut hätte. Man wird es jetzt so nicht sehen. Einfach nur mega. Also mach weiter so. Wie auch mein Bro, der Vape Devil. Schöne Grüße von Österreich nach Deutschland. Der benutzt sie auch. Der ist auch sensationell überzeugt von den Coils. Und da kann ich mir nur an meinen YouTube-Kollegen, den Vape Devil, anschließen. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt das Ganze natürlich einen Daumen nach oben, hier, da oben, Daumen nach unten, wie auch immer. Ich schaue mir zwar meine Bewertungen immer an, aber es gibt immer irgendeinen, der nach Daumen nach unten gibt, aber mir ist es egal. Ich mache es, weil es mir Spaß macht und ja, und auch wenn ich ein bisschen kürzer jetzt trete, es wird immer wieder was kommen von mir und natürlich überall. Aber würde ich mir natürlich auch freuen, liebe Dampferfreunde. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht. Ist ja alles das Gleiche. Ich bin raus. Ciao. Bis zum nächsten Mal.